will nur, dass Sie es auf möglichst schonende Weise erfahren. Sagen Sie mir, was los ist. Haben Sie sich heute in der Klinik mit Agatha unterhalten? Hat sie vielleicht etwas über die Explosion und die Kirche erzählt? Nein, wir haben nur über Ihren Fall gesprochen. Wieso? Ich will nur absolut sicher gehen, dass Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch schrauben. Ich habe nämlich keine Beweise. Würden Sie so nett sein, mir zu erklären, wovon Sie sprechen? Ich kann nur wiederholen, was sie gesagt hat. Was? Es gibt eine Chance, eine kleine Chance, dass Mason in jener Nacht nicht in dem Feuer starb. Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Ming Li hat mich schon viel zu lange zum Narren gehalten. Wieso sind Sie so wütend, Major? Als ich gestern vom Flughafen in meine Wohnung zurückkam, fand ich Kane und Andrea hier. Kane war gerade dabei, sich anzuziehen, und sie machte eine Bemerkung, bevor ihr klar wurde, dass ich im Zimmer war. Es war eindeutig daraus zu entnehmen, dass sie kurz zuvor in diesem Zimmer miteinander geschlafen hatten. Das tut mir leid. Ich konnte nicht ganz verstehen, wieso sie so verärgert sind. Die Unverfrorenheit der beiden macht nur einen Teil meines Ärgers aus. Es ist offenkundig für mich geworden, dass Ming Li gar nicht imstande ist, Kane zu verführen. Entweder halten Charakterschwächen sie davon ab, oder sie kann sich nicht entschließen, meine Befehle auszuführen. Was wollen Sie denn tun? Sie bringen sie zu mir. Und wagen Sie ja nicht, hier aufzutauchen und mir zu sagen, Sie finden sie nicht. Ich glaube, Sie verstehen, wenn ich für die Störung nicht um Verzeihung bitte. Clark, ich brauche Sie im OP3, falls Sie es schaffen sollten, Ihre unangebrachten Liebesbekundungen meiner Tochter gegenüber einzustellen. Beeilung, ich habe einen Patienten auf dem OP-Tisch, der in äußerster Lebensgefahr ist. Ich habe wirklich keine Lust, ihm zu erklären, dass ich mich wegen der romantischen Eskapaden meines Assistenten verspätet habe. Ich gebe Ihnen 5 Minuten. Ja, Doktor. Falls du mich in Verlegenheit bringen wolltest, dann war es der falsche Zeitpunkt. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Aber wir sind hier in einem Krankenhaus und nicht im Garten der Liebe. Ich habe diese Verantwortungslosigkeit von Clark erwartet, aber bestimmt nicht von dir. Hochachtungsvoll, bla bla, bla bla, bla bla. Nein, das ist zu demütig. Keith! Oh, bitte sag's mir. Hast du die Schlacht gewonnen oder der Blumenverkäufer? Das ist wirklich witzig. Erinnerst du dich noch? Das letzte Mal, als wir unsere Heldin gesehen haben, begab sie sich wild entschlossen in CCs Schlafgemächer. Sie war dabei, ein Geschäft mit ihm auszuhandeln. Ein weiteres gewinnbringendes Unternehmen für die reizende Lydia Saunders. Und er schleifte mich in die Eingangshalle, warf mich zur Tür raus und ich landete in den Rosenbüschen. Und wie ging's weiter mit den beiden? Ich bin nicht da geblieben, um es herauszufinden. Das Letzte, was ich Cici noch sagen hörte, war, mach die Wachhunde los! Wo warst du? Warum hast du nicht auf mich gewartet? Schatz, wo warst du? Es ging nicht anders. Ich hasse den Anblick von Blut, besonders den meines eigenen. Was ist das? Was? Das geht und dich überhaupt nicht nicht an. Gib's mir zurück. Sag mal, soll das vielleicht ein Scherz sein? Das ist nicht ernst gemeint. Das kann nicht sein. Das ist ja ein Rücktrittsgesuch und es soll sofort in Kraft treten. Keith, ich bitte dich. We'll be right back.
Zeig mir sein Rot. Da, da. Etwas zu trinken vor dem Essen, dann wird das Warten nicht so lang. Gute Idee. Vielen Dank. Gefällt's dir? Ja, sicher. Ich hab doch gesagt, das ist nett. Eine Runde auf Kosten des Hauses. Na, wie geht's? Danke, sehr gut. Ich bin ja auch ganz frisch verliebt. Dann wünsche ich dir. Na, wie geht's denn heute? Vielen Dank, gut. Und wie geht es dir? Oh, gut. Danke, gut. Aber seit wann begrüßt du denn deine Freunde nicht mehr? Ich habe lieber zugesehen, wie du arbeitest. Ah ja, dort ist hier ziemlich viel los. Das muss wohl mit dem Vollmond zu tun haben. Du bist allein hier? Ja, aber ich bleib nicht lange. Natürlich bleibst du. Es ist doch noch früh. Sorg dich bitte nicht um mich. Aber ich sorge mich doch nicht um dich. Du sitzt hier und lässt dir den Kopf hängen und das ist schlecht fürs Geschäft. Ich muss dich aufhalten. Ich hab's. Tanzt du mit mir? Nein, danke, wirklich nicht. Ich habe keine Lust dazu. Oh, na komm schon. Erzähl nicht, du kannst diesem Rhythmus widerstehen. Nur ein Tanz mit mir und du willst nie wieder aufhören. Siehst du, du lächelst, es geht doch. Frag mich nicht, wir haben Ärger bekommen. Der Major will dich sehen und zwar sofort. Dann sag dem Major, dass ich ihn nicht sehen will. Ach ja, das ist kein Scherz, glaub mir. Er ist sehr wütend und ich weiß nicht, was er tun wird. Na und? Ich kenne die Abschiebungsbestimmung. Er schickt mich zurück nach Vietnam, wenn ich nicht tue, was er verlangt. Nein, so meine ich das nicht. Welche Wahl habe ich denn? Dieser Mann ist viel zu mächtig. Ich will nicht, dass du einfach aufgibst. Ich will dir nur helfen, nichts weiter. Zusammen können wir ihm vielleicht das Handwerk legen. Ich verstehe Sie nicht ganz. Wollen Sie etwa damit andeuten, dass Mason nach all dem noch am Leben ist? Das ist nicht zu fassen. Es besteht die Möglichkeit. Wir sind nicht sicher. Aber Agatha schwört, sie habe ihn in der Nacht des Feuers aus der Kirche kommen sehen. Nein, ich habe doch bei Timmons den Bericht des Leichenbeschauers gesehen. Darin steht, es gibt Übereinstimmungen mit Masons Zahnabdrücken und sonstigen Überresten, die im Feuer gefunden wurden. Es kann nicht stimmen. Man hat einen einzigen Zahn gefunden, der zu seinen Abdrücken passt. Mhm. Es wäre doch möglich, dass er hingefallen ist und einen Zahn verloren hat. Das wäre eine Erklärung. Nein, dann hätte er sich mit mir in Verbindung gesetzt. Er wusste, dass es die Hölle für mich wäre. Er würde mich niemals so quälen. Er hätte was gesagt. Aber möglicherweise konnte er sie nicht erreichen. Vielleicht hatte er sich verletzt. Vielleicht hat er bestimmte Gründe, sich versteckt zu halten. Wenn Agatha meint, dass das die Wahrheit ist, wieso hat sie nicht früher darüber gesprochen? Weil sie weitere Untersuchungen über Mark McCormick verhindern wollte. Sie dachte, mit Masons Tod wäre der Fall erledigt. Sie hatte keine Ahnung, dass sie darin verwickelt sind. Jetzt hat sie nichts mehr zu verlieren, wenn sie die Wahrheit sagt. Na gut, in Ordnung. Wenn eine Chance existiert, dass er noch am Leben ist, dann werde ich ihn finden. Aber wo? Wo sollen wir suchen? Er kann sich überall aufhalten. Das ist ganz egal. Kommen Sie mit zur Kirche? Wieso denn das? Weil das der letzte Ort ist, an dem er gewesen ist. Wir können die Kirche von oben bis unten durchkämmen. Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis. Die Polizei hat die Kirche hundertmal durchsucht. Ich würde es immer wieder tun. Wenn es nur den kleinsten Beweis gibt, egal welchen, dann werde ich ihn finden. Ich sehe, Clarks schlechtes Benehmen beginnt allmählich auf dich abzufärben. Hast du keine Patienten zu versorgen? Doch, natürlich. Aber das hat Zeit. Vorher würde ich dir gerne noch etwas sagen. Falls du diese unwürdige Szene von vorhin meinen solltest, mach dir nicht die Mühe, dich zu entschuldigen. Wenn sich hier jemand entschuldigen sollte, dann glaube ich eher du. Ich wüsste wirklich nicht, wieso. Ich möchte dir etwas sagen und ich werde versuchen, so deutlich zu sein, wie es mir möglich ist. Wenn es ein Problem für dich ist, mich das Leben führen zu lassen, das ich gerne führen würde, dann solltest du dich da gefälligst raushalten. Aber ich möchte... Nein, lass mich ausreden. Ich will es jetzt endlich loswerden. Ich finde es überraschend, dass sich manche Dinge anscheinend nie ändern. Seit meiner Kindheit versuchst du, mein Leben zu bestimmen und mir zu sagen, was ich tun soll. Du hast mir die Freunde vorgeschrieben. Du hast mir gesagt, was ich anziehen und welche Bücher ich lesen soll. Und ich habe nicht einmal versucht, mich zu wehren. Wie die Mutter, so die Tochter. Ich habe es einfach hingenommen. Michael war schlauer. Er ist rechtzeitig gegangen. Mein Bruder war ein Schwachkopf. Ach ja, ich glaube, wir waren das schon immer für dich. Jeder von uns. Niemand ist gut genug für dich. Niemand kann dem Gott Danneli das Wasser reichen. Du versuchst immer nur, die Leute zu überfahren, so wie Mutter und mich und Michael. Du prügelst auf die Menschen ein, bis sie ganz klein sind und keinen Ton mehr von sich geben. Dann sind sie zu müde oder zu ängstlich, um sich zu wehren. Sie haben kein Selbstvertrauen mehr. Und ich finde, das reicht jetzt. Nein, Daddy, das reicht noch nicht.
Soll ich dir mal sagen, was mich jahrelang aufrecht gehalten hat? Ich wusste genau, wenn ich irgendwann auf dem College den Abschluss machen würde, könnte ich selber entscheiden, welchen Weg ich gehe, und zwar ohne dich. Dann habe ich festgestellt, dass ich dich nicht brauche. Ich muss mir nicht dauernd von dir anhören, dass ich nicht gut genug bin, um etwas zu erreichen. Du hast dich geirrt. Hier bin ich, Daddy. Ich hab's erreicht. Und zwar ohne dich. Ich bin nicht länger dein kleines Mädchen. Ich entscheide selbst, wen ich will und wann ich ihn will. Und ich sterbe lieber, bevor du mir sagst, dass ich nicht gut genug bin. Außerdem... vielleicht bist du es ja nicht. Nein, das meinst du bestimmt nicht ernst. Du kannst nicht kündigen. Das ist Irrsinn. Das ist doch kein Irrsinn. Das war die vernünftigste Entscheidung in meinem ganzen Leben. Nach der Heirat mit dir. Nein, das kannst du wieder vergessen. Das habe ich in einem Anfall geistiger Umnachtung getan. Erklär mir das bitte, ja? Was soll ich dir denn da erklären? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas so ernst gemeint wie das. Und aber jetzt das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich kann dich nicht verstehen. Weißt du nicht mehr, wie oft du mir die Ohren vollgesäuselt hast? Wie hart du arbeiten musstest, ich um das zu erreichen? Ich habe nicht gearbeitet. Ich habe intrigiert und geschleimt. Ich habe mich hochgeschleimt und jetzt bin ich mit der Karriere am Ende. Frau Julia Dingsbums braust gerade durch mein Büro und beseitigt jede Spur von mir, also lass mich bitte in Ruhe. Ist es das, worum du dir Sorgen machst, um dieser Möchtegern-Heilige? Hör mal, die Dame ist im Begriff, mich endgültig abzusägen. Ich dachte, möglicherweise hätte ich wenigstens die Chance, einen Teil meines Rufs rüberzuretten. Ich dachte, ich könnte die Stadt verlassen, bevor sie mir mein letztes Hemd auszieht. Willst du nicht glauben, was ich dir sage? Es wird nicht geschehen. Hör endlich auf, dir wegen Julia Sorgen zu machen. Sie redet nur und tut nichts. Diese Frau wird den Kampf nicht aufgeben. Sie führt einen hartnäckigen Feldzug gegen mich, also hör auf zu optimisteln. Sie denkt, ich bin der Schuldige an Masons Tod. Und dafür würde sie mich gerne am Galgen baumeln sehen, verstehst du? Und wie bitte meinst du, soll ich Brandon das erklären? Möchtest du, dass ich dem Jungen sage, dass sein Vater zurückgetreten ist? Das verlangst du von mir. Ich dachte, ja, immer, du wolltest sein Vorbild sein. Ich bin sogar ein hervorragendes Vorbild. Weil ich ihm zeige, wie man sich am besten schützt. Es gibt so unglaublich viele Verrückte, die einem an den Kragen wollen. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich diese Worte aus dem Munde eines Mannes höre, der schon hunderte Male Casablanca gesehen hat. Bogie würde niemals so reagieren. Er würde nicht einfach weglaufen, nur weil einmal was schiefgelaufen ist. Ich bin aber nicht Humphrey Bogart. Ich bin nicht einmal Ingrid Bergman. Peter Lorre käme vielleicht hin. Vielen Dank. Nur damit Sie nicht aufhören. Noch ein trauriges Lied? Je trauriger, desto besser. Wissen Sie, ich mag es, wenn Sie gut gespielt werden. So wie von mir? Nicht reden. Spielen. Klingt sehr schön. Wollen Sie das nächste nicht singen? Das kommt auf das Stück an. Schon so gut wie leer. Du wirst noch anfangen zu halluzinieren. Möglicherweise würde mir das gefallen. Ich könnte ja halluzinieren, dass ihr mich endlich in Ruhe lasst. Eine tolle Idee. Es
wäre aber bestimmt eine bessere Idee, wenn du mal eine Zeit lang etwas weniger hartes Zeug trinken würdest. Ich habe eine bessere Idee. Wieso kümmerst du dich nicht um deinen Dreck? War ja nur ein Vorschlag. Wozu sind denn Freunde sonst da? Gut, ich weiß deinen Versuch zu würdigen, aber jetzt verschwinde, bevor ich dir sage, was du mit deinen Vorschlägen machen kannst. Vielleicht sollte ich einfach verschwinden, die Stadt verlassen. Irgendwohin, wo der Major mich nicht mehr findet. Glaub mir, er würde dich überall finden. Aber du musst gar nicht weg. Ich habe einen Plan. Kai, ich möchte wirklich nicht, dass du meinetwegen Ärger bekommst. Es kann überhaupt nicht schief gehen. Also hör zu, ich werde jetzt gleich hier rausgehen und alleine zum Major fahren. Dann mache ich dem Major klar, dass ich euch beide eben gerade erwischt habe. Dass du mit Kay gerade jetzt im Bett liegst. Er wird wissen, dass du lügst. Nicht, wenn du ihm genau dasselbe erzählst. In seinen Augen hättest du getan, was er von dir verlangt hat. Und ich bin sicher, er würde endlich aufhören, dir mit der Abschiebung zu drohen. Nur weil ich ein einziges Mal mit Kane geschlafen habe? Der Major glaubt, dass Kanes gesamtes moralisches Gerüst ins Wanken gerät, wenn er mit der Frau schläft, die er für seine Tochter hält. Er hofft, dass Kane daran zugrunde geht. Also was genau muss ich ihm denn darüber erzählen? Dass Kane jetzt schon alles bereut, was zwischen euch vorgefallen ist. Und dass er geschworen hat, dass es nie wieder passieren würde. Das bringt vielleicht den Major endlich dazu einzusehen, dass die ganze Sache nun endgültig zu Ende ist. Und wenn er sich dann entschließt, seine Wut an mir auszulassen? Das werde ich ihm nicht erlauben. Ich verspreche es. Wieso tust du das für mich? Wenn der Major herauskriegt, dass du versuchst, ihn zu betrügen... Er wird überhaupt nichts herauskriegen. Ich kann einfach nicht länger mit ansehen, wie er dich quält. Der Mann quält sogar sich selbst und er registriert es gar nicht. Es ist einfach das Beste für alle Betroffenen. Ich habe aber Angst. Ja, so geht es mir auch. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich habe Ihre Arbeit über dieses Verfahren gelesen, aber ich habe es noch nie in der Praxis gesehen. Sheriff. Ein kleiner Einschnitt unterhalb der ersten Rippe. Wenn die Anforderungen für die Vaterschaft genauso hoch wären wie die, um Chirurg zu werden, hätten wir entweder weniger kaputte Familien oder eine Abnahme der Bevölkerungsdichte. Wie meinen Sie das? Als Chirurg kann niemand Ihnen das Wasser reichen. Da sind Sie der Beste. Aber als Vater haben Sie leider komplett versagt. Das ist jetzt wohl kaum der richtige Zeitpunkt. Tupfer? Ja, natürlich. Hier sind Sie es gewohnt, Gott zu spielen. Und hier kommen Sie auch damit durch. Aber Hesse ist keine von Ihren Patienten. Sie können ihr nicht länger vorschreiben, was für ein Leben sie ihrer Meinung nach zu führen hat. Abwischen. Ich liebe Hesse. Und sie liebt mich. Ob sie nun ihre Zustimmung geben oder nicht. Ich halte sie für einen großartigen Chirurgen. Deshalb sitze ich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und bemühe mich, auch ihre Seite zu verstehen. Aber unabhängig davon müssen sie endlich begreifen, dass sie Hesse verlieren werden, wenn sie so weitermachen. Und diesmal vielleicht für immer. Und ich denke, dass das keiner wollen kann. Sind Sie fertig? Ja, ich habe das Wichtigste gesagt. Sieht so aus, als wüssten Sie auf alles eine Antwort. Warum machen Sie dann hier nicht weiter? Wenn Sie über mein Verfahren genauso viel wissen, dann könnten Sie doch auch gleich übernehmen. Maybe not. Still I...
Ich hätte dir gesagt, dass du das Flugzeug nehmen sollst. Ich werde dich niemals verlassen. Das wirst du auch nicht. Ich passe nicht in eine noble Rolle. Aber zu der Erkenntnis, dass unsere Probleme in dieser verrückten Welt völlig ohne Belang sind, gehört nicht viel. Eines Tages wirst du das verstehen. Oh, Keith. Cheers. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. He'll look at me and smile, I'll understand. Denkst du manchmal an unsere Zeit in Paris? Das ist schon eine Ewigkeit her, Kleines. Jetzt sind wir hier. Und ich habe beschlossen, aufzugehen. Weißt du, was das ist? Die Transitvisa. Mein Rücktrittsgesicht. Das werde ich nicht zulassen. Ich würde dich lieber töten, als zuzusehen, wie du aufgibst. Nimm die Knarre weg, Kleines. Du weißt, du warst niemals gut im Lügen. Na fein. Ich freue mich, dich zu sehen. Und wieso auch nicht? Du weißt scheinbar immer im Voraus, was ich tun werde. Was werde ich jetzt tun? Küss mich. Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Bleibt uns immer Paris. Was hast du gesagt? Gib es her. Wieso? Was soll denn das? Ich würde dich eher töten, als zuzusehen, wie du aufgibst. Wovon redest du, Mütterchen? Kannst du mir das Von sagen? Von den Transitvisa. Weißt du, dass du dich manchmal aufführst, als würden dir nicht alle Sender auf dem Turm ticken? Dadurch ist es niemals langweilig. Gib mir noch einen Kuss. Sie spielen fantastisch. Ah, gut siehst du aus. Wie geht's dir? Du warst schon lange nicht mehr hier. Es ist ziemlich voll heute. Tolle Nacht. Die Party ist voll im Gange und ich habe einen Platz freigehalten. Nein, warte, ich bleibe vielleicht gar nicht hier. Tu mir einen Gefallen. Bitte, geh mal kurz zu TJ drüber. Ich mache mir große Sorgen. Ihr trinkt schon den ganzen Abend. Es muss irgendetwas los sein. Ich frage ihn, was er hat. Wo ist Ming Li? Im Bett. Mit Kane. Was? Ich habe durch die Fenster von Kanes Haus gesehen, als ich sie holen wollte. Und im Schlafzimmer habe ich sie dann entdeckt. Ich sah sie zwar nur einen Moment, aber ich bin sicher, sie haben sich geliebt. Ich möchte, dass Sie den Wagen holen. Warum? Wo wollen Sie hin? Mir ansehen, wie Kane zusammenbricht. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Rache ist nur dann süß, wenn man sie in vollem Umfange auskosten kann. Ich muss unbedingt den Ausdruck in Kanes Gesicht sehen, wenn er erkennt, was er getan hat. Ich fände es besser, Sie würden noch warten. Wieso? Sie haben mir doch nichts verschwiegen. Nein, das ist es nicht. Also was? Was ist es dann? Lügen Sie mich etwa an? Nein. Nein, warum sollte ich das tun? Ich weiß nicht.
Ich warte hier. Holen Sie Ming Li, und zwar sofort. Ich will hören, was sie mir zu sagen hat. Ja, gut. Es ist ein komisches Gefühl, jetzt hier zu sein, nach dem, was Sie mir erzählt haben. Ja, im Heizungskeller hatte ich schon Angst, Sie würden ohnmächtig werden. Ja, ich hätte auch beinahe keine Luft mehr bekommen. Ich habe einen Moment lang geglaubt, dass Mason dort in der Tür steht. Warten Sie mal, wenn nicht Mason dort verbrannt ist, wer ist es dann gewesen? Einer der Obdachlosen hat die Heizung repariert. Das erklärt vielleicht die Explosion und den verbrannten Körper. Hat ihn denn niemand vermisst? Nein, es war ein Landstreicher. Er hatte keine Familie. Das ist ja furchtbar. Es ist noch viel furchtbarer, dass ich wünsche, dass er es wirklich war, weil es mir die Gewissheit geben würde, dass Mason noch am Leben ist. Das ist doch verständlich. Daraus macht Ihnen niemand einen Vorwurf. Ich meine auch, dass Mason nicht tot ist. Ich war von Anfang an davon überzeugt. Und wieso haben Sie das nicht schon früher gesagt? Ich wusste gar nicht genau, wieso ich etwas hätte sagen sollen. Der Zahnvergleich passte und es schien mir nur Wunschdenken zu sein. Erst als Agatha dann von dem Handwerker erzählte. Agatha hat Ihnen die Wahrheit gesagt. Mason ist nicht tot. Was macht Sie so sicher? Ich weiß nicht, aber ich bin es. Ich fühle es, genau wie ich fühlen kann, wenn Samantha krank ist oder Kummer hat. Ich spüre, dass Mason noch lebt. Es muss so sein. Na, wie geht's dem Patienten? Welchem? Dich meine ich. Ich nehme doch stark an, dass dein Vater ein ernstes Wort mit dir geredet hat, nachdem er uns in den geheiligten Hallen des Krankenhauses in Flagranti erwischt hat. Versucht hat er es und ich glaube, so schnell versucht er es nicht wieder. Wieso? Ich habe ihm gehörig die Meinung gesagt. Damit hat er nicht gerechnet, er war ziemlich geschockt. Das ist doch großartig. Jetzt verstehe ich auch, warum er sich vorhin im OP so merkwürdig aufgeführt hat. Wieso? Was hat er getan? Du weißt ja selbst am besten, wie er normalerweise ist. Er führt sich bei jeder Operation auf, als dirigiere er eine Oper von Wagner. Aber nicht bei dieser Operation. Er hat sogar vergessen, mich zu beleidigen. Er hat die ganze Zeit eisern geschwiegen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen, also habe ich ein paar mehr oder weniger höfliche Bemerkungen fallen lassen. Was hast du gesagt? Nichts wirklich Schlimmes. Wahrscheinlich hast du ihm das Gleiche kurz vorher auch schon gesagt. Jedenfalls konnte er die Operation nicht beenden. Er hat mich gebeten zu übernehmen und ist gegangen. Oh Gott. Was? Nun komm schon, jetzt sag bloß nicht, dass du deinen Vater auch noch bedauerst. Hessa, er hat mit seiner Arroganz sowas schon lange herausgefordert. Ja, aber findest du nicht, dass ich zu weit gegangen bin? Ich hätte keinen Streit mit ihm anfangen dürfen, kurz vor einer Operation. Augenblick mal, du hast den Streit nicht angefangen, das war er. Aber du hast ihn vielleicht beendet und ich bin stolz auf dich. Ich finde, es war keine Heldentat. Nein, ganz sicher nicht. Du stehst vermutlich noch unter Schock. Nach 20 Jahren hast du das erste Mal gewagt, deinem Vater zu sagen, was du fühlst. Ja, das stimmt, aber wieso musste ich dann ausgerechnet heute damit anfangen? Ich will sagen, ich weiß nicht, ob mir damit in irgendeiner Weise geholfen ist. Ich kenne meinen Vater, ich weiß, wie er ist. Er wird sich nicht ändern, ich sollte ihn einfach in Ruhe lassen, sonst verletze ich nur uns beide. Weißt du, wie ihr Psychologen das nennen würdet, was du hier gerade tust? Rück mal bitte. Du suchst einen Grund, Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, weil du weißt, dass er sich niemals entschuldigen wird für das, was er dir angetan hat. Hör auf, für diesen Mann Entschuldigungen zu suchen. Du musst dich mit ihm auseinandersetzen. Er wird's überleben. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Klar kannst du das. Und ich werde dir dabei helfen. Du solltest nicht mehr länger zulassen, dass er dich wie ein Kind behandelt und auf diese Weise dein Selbstbewusstsein zerstört. Das hast du nicht verdient. Glaubst du? Nein. Ich weiß es. Du verdienst Besseres. Und ich werde dafür sorgen, dass du es auch bekommst. Thank you.
dich, Baby. Alles andere ist unwichtig. Entschuldigen Sie. Kelly, Eden hat gerade angerufen. Sie möchte, dass wir sofort zu ihr kommen. Sie weiß etwas von Mason. Mason? Ja, aber sie wollte am Telefon nicht darüber sprechen. Komm mit, wir nehmen mein Auto. Das ist wichtig. Ich möchte, dass du mir ganz genau schilderst. Jedes Detail, was zwischen dir und Kane vorgefallen ist. Eigentlich gibt es nicht viel zu erzählen. Kane kam ziemlich spät nach Hause. Er war betrunken. Es sah so aus, als hätten er und Andrea Streit miteinander. Jedenfalls war er furchtbar wütend. Ich bin dann in die Küche, um ihm einen Drink zu holen, und er kam hinter mir her. Und was passierte dann? Ich fühlte, wie er mich ansah, irgendwie anders als sonst. Und dann stolperte ich über etwas und tat so, als ob ich das Gleichgewicht verlieren würde, und er fing mich auf. Er hielt mich fest und ließ mich nicht mehr los. Und dann küsste er mich. Hat er etwas gesagt? Nein, er hat kein Wort gesagt. Er packte meinen Arm und dann zerrte er mich ins Schlafzimmer und warf mich aufs Bett. Welches Schlafzimmer? Deins oder seins? Seins. Wie war er? Wie soll ich das verstehen? War er ein guter Liebhaber? Kann ich nicht sagen. Ich war froh, als es vorüber war. Und was passierte weiter? Er hat mich weggestoßen. Ich hatte Angst, er würde mich schlagen, weil er sich plötzlich aufführte wie ein Verrückter. Er beteuerte unaufhörlich, dass er Andrea über alles liebe und dass sie niemals etwas davon erfahren dürfe und dass ich an einem Schutz sei. Ich bekam Angst, rannte hinauf in mein Zimmer und verriegelte die Tür. Und dort war ich so lange, bis Kai gekommen ist. Ich kann nicht vertragen, belogen zu werden. Und du hast mich belogen. Und du, Kai, steckst mit ihr unter einer Decke. Ihr beide werdet so lange bleiben, bis ich weiß, was das Theater soll. Das ist bestimmt ein furchtbarer Schock für sie. Es ist beinahe so, als wäre er von den Toten auferstanden. Nein, das stimmt nicht ganz. Es ist ein Schock, vor allem jedoch ein Wunder. Als Priester glauben Sie doch an Wunder, nicht wahr? Ja, und Sie? Ich dachte, nach Masons Tod könnte ich nie wieder an etwas glauben. Und nun, da Mason vermutlich lebt, können Sie auch wieder glauben? Ja. Schön, und wie geht's weiter? Wir suchen ihn. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen und versuchen herauszufinden, was wirklich mit ihm passiert ist. Wieso hat er nicht angerufen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Haben Sie schon vergessen, worüber wir gerade noch gesprochen haben? Sie haben recht. Suchen wir erst mal. Und wenn wir ihn gefunden haben, kann er mir sicher alles erklären. Gut, und was werden Sie jetzt? Nach Hause fahren. Ich muss es sofort meiner Tochter erzählen, dass ihr Vater vielleicht schon bald wieder bei uns sein wird. Dann könnte ich Sie begleiten. Nein, bitte. Ich will erst mal eine Weile allein sein. Ich verspreche, ich rufe Sie bald wieder an. Gut. Ich werde hier sein. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie ehrlich zu mir waren. Und dafür, dass ich wieder hoffen kann. Ich hatte fast schon vergessen, was Hoffnung ist. Sind Sie dran? Bestes Jahr? Das war 1955. Mel Torme und Ella Fitzgerald treten das erste und einzige Mal zusammen auf. Okay, jetzt bin ich dran und Sie raten. Bester Jazzsänger? Männlich oder weiblich? Weiblich.
Ist sie tot oder lebt sie noch? Egal. Egal. Tja, bei den Toten fällt mir leider keiner ein. Und bei den Lebenden, da würde ich eine Münze werfen. Und zwar zwischen Anita Baker und Diane Schur. Der beste Jazzclub. Ost- oder Westküste, Modern oder Dixieland? Dixieland. Okay, vergessen wir es. Sie sind einfach viel zu gut für mich. Das stimmt nicht. Und außerdem spielen Sie ausgezeichnet. Wo haben Sie das gelernt? Eigentlich nirgends. Oder doch, in London hauptsächlich. Und Sie? Ich erkenne sofort eine gut ausgebildete Stimme. Vielen Dank für das Kompliment, aber ich hatte nie eine Ausbildung, keine im üblichen Sinn. Kennen Sie zufällig einen kleinen Club in Los Angeles, der Blaue Orchidee heißt? Ja. Dort habe ich angefangen zu singen, sozusagen. Für ein Butterbrot. Danach tourte ich quer durch Amerika, aber das war auf Dauer ziemlich anstrengend. Und was machen Sie in Santa Barbara? Mir gefällt es gut hier, aber ehrlich gesagt ist dieser Laden alles andere als ein angesagter Jazzclub. Eigentlich hatte ich vor, eine Weile auszuspannen. Ich bin noch unschlüssig, was ich machen werde. Und wie könnte ich Sie dazu überreden, hier zu bleiben? Sagen Sie mir, dass Sie noch ungebunden sind. Ich bin verheiratet. Schade, aber nun mal nicht zu ändern. Wird es nicht Zeit für ein neues Lied? Gute Idee. Wer ist die Kleine bei Jeffrey? Hat deine Neugierde dir nicht schon genug Schwierigkeiten für heute gebracht? Ich bin nicht neugierig, sondern interessiert. Ich meine, ich mache mir Sorgen um Kelly. Wäre es nicht furchtbar, wenn ihre Ehe in die Brüche ginge? Übrigens habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen. Na also, wenn man vom Teufel spricht. Jeffrey, kannst du dir für den Rest des Abends frei nehmen? Wir sollen alle sofort zu Eden kommen. Was ist denn los? Wir wissen auch noch nichts Genaues. Eden hat gerade angerufen und gesagt, dass Mason vielleicht noch lebt. Vater. Bitte vergib mir. Ich schäme mich vor dir, weil ich in deinem Namen die Sünde des Hochmuts begangen habe. Als ich noch ein junger Polizist war, ging ich fast täglich zum Beten in eine Kirche. Zweifel quälten mich. Ich fühlte mich hin und her gerissen zwischen meiner Pflicht, gegen die Gewalt in den Straßen vorzugehen und meinem Glauben an deine Worte. Ich fand es absurd, vor den Altar zu treten mit einer Waffe in der Hand. Ich musste damals eine Entscheidung treffen. Zwischen meiner Arbeit und meinem Glauben. Und ich folgte dir. Und obwohl ich meinen Beruf aufgab, um dir zu dienen, zweifle ich noch immer. Nach Marks Tod, da glaubte ich, die Macht zu haben, die Menschen zu beschützen, die du mir anvertraut hattest. Aber ich habe mich geirrt. Ich hätte auf dich vertrauen sollen. Ich bin stattdessen hochmütig geworden. Bitte, Vater, ich flehe dich an. Ich habe gesündigt und kein Recht auf deine Barmherzigkeit, aber ich bereue von Herzen. Hilf mir. Und führe mich aus dieser furchtbaren Dunkelheit wieder zurück zu dir. Ich muss dir etwas erzählen, was du vielleicht nicht verstehen wirst, denn nicht mal deine Mami versteht es. Vor kurzem habe ich dir gesagt, dass Daddy weggegangen ist und nie wieder nach Hause kommt. Aber Mami hat sich vielleicht geirrt und Daddy kommt doch wieder zu uns zurück. Mami hofft, dass er bald wieder da ist. Und wenn dein Daddy wirklich noch am Leben ist, dann kommt er auch bald wieder nach Hause und liest dir Märchen vor. Ja, und er tröstet dich dann, wenn du weinst. Das wünsche ich mir mehr als alles andere auf der Welt. Ja, Schätzchen, ja. Wir werden deinen Daddy finden. Wir finden ihn bestimmt. Oh.
Hey, aufmachen! Hören Sie schlecht! Wurde langsam auch Zeit. Ich bin vom Dienstleistungsservice. Die haben mir gesagt, sie brauchen ein bisschen was. Kostet aber 4 Scheine. Ist wirklich gut, der Stoff.